Und nun Klaus Gebhardt, Ideengeber für die Parkschützer Bewegung. Er wird euch etwas erklären über die geplanten Bauwerke. Danke. Ja, schönen guten Abend, liebe unentwegte Mitstreiter, liebe Fossilien und Saurier. Wir sind ja hier am richtigen Platz als Fortschrittsverweigerer. Leider ist heute Montag, da haben die Museen zu. Das ist ein Jammer. Ich hatte gehofft, dass vielleicht ein paar Neulinge hier vorbeistreichen. Ich kenne viel zu viele Gesichter hier in der Menge. Ich freue mich natürlich, dass ihr alle da seid. Das ist der Dauerstachel im Fleisch dieses Projekts. Trotzdem vermisse ich immer neue Gesichter, ich sage es ganz offen. Und ich sage auch gleich ganz offen, ich bin eigentlich sprachlos, dass wir so weit kommen mussten oder ja, eben gekommen sind, dass wir nach dem Verlust vom mittleren Schlossgarten von fast 300 tollen alten Parkbäumen, viel genutzten Liegewiesen, Brunnen und so weiter, ihr wisst selber, was wir dort für einen Schatz hatten, dass wir jetzt auch noch unseren Rosensteinpark massakriert bekommen sollen. Ich wurde gerade eben noch gebeten, darauf hinzuweisen, dass der Stand mit den Kerzen bei den Senioren drüben am Eingang vom Museum ist. Das sieht man eher schlecht, vor allem wenn es nachher dunkel ist. Also einfach dran denken, Kerzen dort hinten am Eingang, bevor ich es vergesse. Ich wurde gebeten, nochmal darauf aufmerksam zu machen, was unserem Rosensteinpark blüht und warum. Und versuche das mal hier in Stichworten. Ich soll mich auch kurz fassen, das fällt mir ja bekanntlich schwer, aber es wird langsam dunkel und wir wollen ja nachher noch durch den Park laufen, deswegen will ich ein bisschen galoppieren. 300 Bäume, wurde schon gesagt, alle Größen darunter, 96 davon hier im Rosensteinpark. Ein Großteil hier auf dieser Seite vom Bahndamm an der Ehmannstraße entlang. Weniger, aber dafür wesentlich größere und schönere und stadtbildprägendere Bäume drüben auf der Neckarseite. Ich persönlich habe die Hoffnung, dass die Ministerien, namentlich ein Herr Schmid, der ja gleich ein Doppelministerium führt, unser Superminister Nils Schmid, ja, der gleich zwei Ministerien unter sich hat, sozusagen die Doppel-Null für Finanzen und Wirtschaft, der leider auch noch die Verantwortung im Moment trägt für den Rosensteinpark, überhaupt für alle Parks, die im Landesbesitz sind. Jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren vor lauter Applaus. Diese Bäume hier an der Ehmannstraße würden dem neuen zu bauenden unterirdischen Kreuzungsbauwerk zum Opfer fallen. Ich denke, da wissen vielleicht nicht alle, was das sein soll. Ich versuche es mal mit Worten zu beschreiben, am besten wären natürlich Bilder dazu. Sie müssen sich das vorstellen wie ein Brückenbauwerk, eigentlich ein Mini-Tunnelgebirge, wenn man so will, ein Brückenbauwerk unter der Erde. Es gibt zwei Tunnelröhren, A2 Gleise, einmal für die S-Bahn, zwei Gleise, und zwei Gleise für die Fernbahn. Jetzt denken Sie sich im Geiste mal nach Bad Cannstatt rüber zum Bahnhof und schauen Richtung Rosenstein. Und dann geht da zunächst mal eine neue viergleisige Betonspannbrücke über den Neckar. Sie wissen ja, die Stege, Fußgängerstege sollen abgerissen werden deswegen, auch ein Unding. Diese vier Gleise von der Brücke gehen dann in den schönsten Hang, den wir hier in Stuttgart überhaupt haben. Oben das Schloss, unten der Neckar, die Anlegestelle der Schiffe und dazwischen diese herrlichen, prächtigen Bäume. Da gehen die dann in den Berg rein und diese 2x2 Gleise teilen sich im Berg, dann also unterm Rosensteinpark, auf. Die Fernbahngleise machen einen Schwenk in einem weiten Rechtsbogen hier eben zur Ehmannstraße hoch und schwenken dann über den Killesberg und Kriegsberg in einer endlos langen Linkskurve dann in den Tiefbahnhof ein. Und die S-Bahn-Gleise, die zwei S-Bahn-Gleise, immer von Cannstatt aus gedacht, die gehen zunächst mal so ein bisschen halbrechts durch den Rosensteinpark, holen also nach Norden weiter aus und machen dann einen langen Linksbogen, um ebenfalls hier an der Ehmannstraße
unter dem Bahnbetriebsgelände und unter diesem Bahndamm, den Sie jetzt ja alle beim Herkommen auch gesehen haben, unter dem durchzufahren, im Tunnel noch und dann an der neuen S-Bahn-Haltestelle Mittnachstraße kurz ans Tageslicht zu kommen, um dann im Tunnel vollends bis zum Hauptbahnhof Tief weitergeführt zu werden. Und weil sich diese zwei Stränge, wie gesagt, das eine in einem langen Rechtsbogen, andere in einem langen Linksbogen, ziemlich genau da vorne eben an der Ehmannstraße, wir laufen ja nachher da, hoffe ich, dran vorbei und hoffe, dass man auch noch was sieht, dort kreuzen die sich dann in zwei verschiedenen Höhen. Ich habe mir das aufgeschrieben, dass ich mal keinen Fehler mache. Die S-Bahn liegt unten in 25 Meter Tiefe und die Fernbahn fährt unter der Erde über die S-Bahn drüber in 14 Meter Tiefe. Und Sie können sich vorstellen, dass das Bauwerk nicht ganz trivial ist, zumal auch die Wassersituation hier im Rosenstein eben alles andere als einfach ist, wie im gesamten Stadtgebiet. Deswegen gibt es auch hier schon diese Grundwassermanagementanlagen, Bauten und Rohre. Sie müssen also sehr tief gehen, 25 Meter, eher mehr. Muss ja auch noch ein bisschen Beton und Schotter drunter passen, unter die Gleise. Und das ist ein Bauwerk, das dauert länger. Es muss eben auch Grundwasser abgepumpt werden, gemanagt werden, wie es ja so schön heißt. Und damit müssen die oder wollen sie möglichst frühzeitig beginnen. Ich persönlich, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich vorhin den Faden verloren habe, ich persönlich hoffe, dass die Bäume auf der Neckarseite noch verschont bleiben. Garantieren kann ich es leider nicht, denn der Wahnsinn hier in dieser Stadt in gewissen Etagen hat offenbar jeden Verstand aufgefressen. Wir sehen es am deutlichsten, dass der Schlossgarten beinahe jetzt schon 2 Jahre zu früh abgeholzt wurde. Ein Unding! Und ich kann nur hoffen, dass diese Landesregierung und speziell eben dieser Doppelminister Schmid, der dafür verantwortlich ist, nicht nochmal sein Ja dafür gibt, auch den Rosensteinpark 1 oder 2 Jahre zu früh abzuholzen. Das wäre ein absoluter Frevel. Der Frevel wäre umso schlimmer, als mindestens 3 elementare Punkte überhaupt noch nicht geklärt sind bei dem Projekt. Ein paar Worte von meinen Vorrednern schon genannt, wenn ich mich jetzt wiederhole. Brandschutz vollkommen ungelöst. Ich persönlich frage mich inzwischen, ob dieser Tiefbahnhof jemals irgendeine Brandschutzgenehmigung von der Feuerwehr bekommen kann, wenn sie sich nicht noch verkauft an die Projektbetreiber, was ich nicht hoffen will. Ich habe große Hoffnung noch in unsere Feuerwehr. Die Leistungsfähigkeit ist nicht geklärt. Wenn das ein Rückbau sein sollte, ist das gesamte Projekt illegal. Und die Grundwassermanagementanlage ist auch noch nicht genehmigt. Solange diese 3 Dinge noch nicht genehmigt sind, ist es ein absolutes Verbrechen in meinen Augen, jetzt schon anzufangen, hier Bäume abzufällen. In den Planfeststellungsunterlagen wird all dieser Frevel immer genehmigt mit einer Dauerbegründung, die taucht immer wieder auf, das allgemeine Interesse an dieser Verbesserung der Verkehrssituation hier in Stuttgart. Ja. Ich habe das schon mal auf einer Demo vor einem Jahr oder so vorgelesen. Wegen der Zeit traue ich mich das jetzt eigentlich hier nicht. Sie können es auf der Parkschützerseite selber nochmal nachlesen, wie abgewogen wurde im Planfeststellungsprozess. Es wurde durchaus zugegeben, jawohl, es gibt hier Schutzgüter, hohe Schutzgüter sogar, es wird alles genau zugegeben. Und dann am Schluss die Abwägung, aber das muss zurücktreten wegen der überragenden Verkehrsinteressen bei diesem Projekt. Ich habe mir heute die Mühe gemacht, heute Nachmittag nochmal zu recherchieren, was dieser hohe Schutzgüterstatus, was da alles umfasst. Unter anderem ist der Rosensteinpark auch ein sogenanntes FFH-Gebiet. FFH ist die Abkürzung für Fauna, Flora, Habitat. Habitat ist ein anderes Wort für Lebensraum. Und das ist eine europäische Richtlinie.
Ich lese ganz kurz vor, ich könnte es nicht nacherzählen mit eigenen Worten. Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ist eine Naturschutzrichtlinie der Europäischen Union, die von den damaligen Mitgliedstaaten der EU 1992 einstimmig beschlossen wurde. Sie dient gemeinsam mit der Vogelschutzrichtlinie im Wesentlichen der Umsetzung der Berner Konvention. Eines ihrer wesentlichen Instrumente ist ein zusammenhängendes Netz von Schutzgebieten, das Natura 2000 genannt wird. Die Richtlinie hat zum Ziel, wildlebende Arten, deren Lebensräume und die europaweite Vernetzung dieser Lebensräume zu sichern und zu schützen. Die Vernetzung dient der Bewahrung, Herstellung und Entwicklung ökologischer Wechselbeziehungen sowie der Förderung natürlicher Ausbreitungs- und Wiederbesiedlungsprozesse. Sie ist damit das zentrale Rechtsinstrument der Europäischen Union, um die von den Mitgliedstaaten eingegangenen Verpflichtungen zum Schutz der biologischen Vielfalt, kurz Biodiversitätskonvention, umzusetzen. Also, das sind große Worte, die ich gerne auch unterschreiben würde, aber sie gelten hier in Stuttgart offenbar nicht. Es gibt Ausnahmegenehmigungen, wie bei allen Gesetzen. Ich werde es heute Nacht oder morgen mal auf die Parkschützerseite einstellen, da können Sie es nachlesen. Das würde jetzt zu weit führen hier. Es kreuzen sich aber einem die Nackenhaare, das kann ich Ihnen schon versprechen. Gut, was blüht im Rosenstein noch? Jede Menge Baulogistikflächen. Das ist jetzt ohne Bilder, ohne Pläne schwer darstellbar, wenn ich hier in der Luft rumfuchtel. Schauen Sie auch das nochmal auf der Parkschützerseite an. Im Menü oben in den blauen Menübalken gibt es einen eigenen Punkt Rosenstein. Dort ist im Detail mit vielen Bildern und Plänen aufgelistet und gezeigt, wo hier dem Rosenstein zugesetzt werden soll. Baulogistikflächen. Dann gibt es noch den Autotunnel. Für den sind wir offiziell nicht zuständig als Bewegung gegen Stuttgart 21. Nur eine Anmerkung, selbstkritische Anmerkung. Ich war absolut erschüttert, als bei der Bürgerbefragung der Stadt Stuttgart, die vor circa 2 Monaten bekannt gegeben wurde, in der nebenbei erfreulicherweise wieder eine Mehrheit der Stuttgarter Bürger gegen Stuttgart 21 festgestellt wurde. In derselben Bürgerbefragung aber wurde auch die Zustimmung oder Ablehnung von dem neuen B10-Autotunnel durch den Rosenstein abgefragt und ich war wirklich erschüttert. Und das zeigt, dass wir es nicht geschafft haben, bislang an die Autofahrerlobby hier in dieser Stadt irgendwie unsere Argumente ranzubringen. Nur 6% aller Befragten fanden diesen Autotunnel schlecht. Das ist also wirklich sehr deprimierend. Das geht ein Stück weit an unsere Adresse. Wir müssen hier dringend irgendwie, ich weiß nicht wie, ich habe kein Patentrezept, versuchen, diesen Autobahn zu glauben, neue Straßen, breitere Straßen, noch eine Fahrspur, noch ein Tunnel mehr, würde den Verkehr beschleunigen, diesen Irrtum, diesen Wahnsinn eigentlich in Frage zu stellen. Gut, ich bin fast durch. Ich wollte kurz noch 2 Worte noch zu den Alternativen sagen. Dieser S-Bahn-Tunnel, der diagonal durch den Rosenstein geht, zusammen mit dem 2. Tunnel für die Fernbahn. Bei unserem ursprünglichen Konzept K21 wäre das alles nicht nötig gewesen. Es gäbe eine Ideallösung in meinen Augen, ich bin jetzt noch nicht kein Bauingenieur, nämlich den historischen alten Eisenbahntunnel, der unter dem Schloss Rosenstein bis heute durchgeht. Der existiert noch, ist nicht eingestürzt, er ist zu eng, da würde keine Oberleitung für die S-Bahn reinpassen, man müsste ihn aufweiten, aber er ist nur 300 Meter lang. Wir brauchen also keine 61,8 Kilometer Tunnel, sondern nur 300 Meter, etwas aufgeweitet, stabilisiert natürlich, der muss sowieso in nächster Zeit irgendwann mal stabilisiert werden. Nach über 100 Jahren ist es nötig, den mal wieder standfest zu machen, sonst stürzt womöglich das Schloss oben noch ein. Diesen zu benutzen, um mit, wenn der Bedarf eines Tages da sein sollte hier im Raum Stuttgart, dass die S-Bahnen noch mehr Kapazität brauchen, dann könnte man die in meinen Augen auf diesem kürzesten aller möglichen Wege durch den Rosenstein durchführen, müsste mit viel Glück nicht einen einzigen Baum fällen. An den Tunnelmund, den es heute noch gibt, wenn Sie am Wilhelmersteg stehen, dann können Sie den
oder vom Schloss runtergehen Richtung Wilhelma, dann können Sie den sehen. An diesem Tunnelmund, möglicherweise müsste man da 1, 2, 3 Bäume verpflanzen oder zurückschneiden. Ansonsten geht er durch baumloses Gelände. Schauen Sie sich bitte das auch auf der Parkschützerseite an. Das wäre die harmloseste, billigste, effizienteste Methode, um den S-Bahn-Verkehr gewaltig Reservekapazitäten zu verschaffen. Ist aber erst nötig, wenn wir am Anschlag sind auf der Strecke von Stuttgart nach Cannstatt. Okay, es wird fast dunkel, ich höre auf, sonst bekomme ich noch eine Taschenlampe aufgesetzt nachher. Ja? Immerstraße wurde gerodet, 6 Bäume. Sängerstraße ist gerodet. Feuerbach, Tragtunnel, machen Sie Grünzeug weg, Gebüsch und Hecken. Also ich höre gerade hier aus dem Hinterhalt, dass wir gerade verarscht werden sozusagen. Ne? Ehmannstraße letzten Mittwoch 6 Bäume. Ehmannstraße 6 Bäume verloren. Sängerstraße ist gerodet. Sängerstraße gerodet. Das Haus abgerissen, ja, wir wissen es also. Bäume sind jetzt offenbar auch weg. Also ein Feuerbach. Ja. 300 Bäume verteilt über das gesamte Stadtgebiet, das ist eine neue Taktik, ganz klar. In der Vergangenheit hat man immer einen Punkt angegeben, da hat sich dann der Protest auch darauf fokussiert. Auch die Gegenseite lernt dazu. Jetzt machen sie es dezentral, sodass wir gar nicht mehr wissen, wo wir als erstes hinschauen sollen, geschweige hingehen sollen. Okay, ich übergebe der Moderation wieder. Hoffentlich gehen noch viele mit durch den Park, auch wenn es jetzt schon ziemlich dunkel ist. Tut mir leid, dass ich wieder überzogen habe. Und schauen wir, was die Zukunft bringt. Oben bleiben bitte. Das Licht im Dunkeln könnt ihr erhellen mit den Kerzen, die ihr hier rechts hinten ordern könnt und mitnehmen könnt auf die Demonstration. Es ist wichtig.